Ja, es gibt sie noch, die Mühlen im Ries. Man muss aber die Augen gut aufmachen, um sie zu erkennen. Und es gibt nicht mehr viele. Man findet sie aber noch vereinzelt in Rieskarten mit dem eigenen Namen und erkennt sie in ihrer besonderen Lage an Bächen und Flüssen. Die meisten Müller gaben nach dem Ersten und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg die Müllerei auf, zum Teil mit staatlicher Unterstützung. Die Leute sahen ihrem Verfall aber kaum mit Wehmut zu. Man kaufte Mehl und Grieß nun eben im Geschäft. Die modernen Mühlen lieferten das Mehl nun schön hygienisch abgepackt und in größerer Vielfalt und obendrein auch noch billiger. Viele Müllerfamilien renovierten ihre großen Gebäude nicht mehr, sondern bauten sich nebenan neue Wohnhäuser. So verkamen nicht wenige Mühlen allmählich und wurden schließlich abgebrochen. Moderne Zeiten brachen an und ein Teil der überlieferten Kultur verfiel. Doch allmählich zeigte sich, dass viele Menschen dies als einen Verlust begriffen und ihn nicht so einfach hinnehmen wollten. Im Zug der Verschönerung von Dörfern und Häusern seit den 1960er Jahren wuchs offenbar auch ein Bewusstsein für den Wert der Überlieferung. Mit großem Elan setzte sich damals Staatsminister Anton Jaumann für den Wert der Heimat ein und mahnte immer wieder, die breite Überlieferung zu schätzen und zu beleben. Mit der Bewegung der Rieser Kulturtage seit 1975 schuf er sich ein bleibendes Denkmal. Um diese Zeit nahm auch das Landesamt für Denkmalpflege 22 Rieser Mühlen in die Liste der denkmalgeschützten Häuser auf, sozusagen eine Adelung ihrer früher unersetzlichen Dienste in besonders alten oder stattlichen Gebäuden. Mit einem Zusammenschluss von Mühlenfreunden im westfälischen Kreis Minden-Lübbecke manifestiert sich seit 1976 eine Aufbruchstimmung. Eine Aufbruchstimmung, die immer noch anhält. Wind- und Wassermühlen wurden restauriert und zu einer Mühlenstraße mit inzwischen 43 Wind- und Wassermühlen zu einer touristischen Attraktion zusammengebunden. Von dort verbreitete sich der Gedanke der Mühlenkunde und Erhaltung bis hin zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, an dem regelmäßig über 1000 Mühlen in Deutschland zum Besuch einladen. Diese Idee zündete auch im Ries. Im Frühjahr 1993 gründete sich der Rieser Mühlenverein und beging im selben Jahr den ersten allgemeinen Mühlentag mit. Auch die nächsten Mühlentage feierte der Verein auf bayerischer und württembergischer Seite mit dem Zuspruch tausender Leute. Günstige Umstände erlaubten die Einrichtung eines Museums in der Maiinger Klostermühle. Sie beherbergt nun eine seltene Ölmühle und ein altes Getriebe aus der Ederheimer Betzenmühle samt großen Teilen ihrer Einrichtung. Viele Menschen haben sich bisher vor Ort ein Bild davon gemacht und die Klostermühle selbst samt ihrer romantischen Umgebung besichtigt. Eine längere Tour bietet seit 1997 der Mühlenwanderweg an der Eger von Nördlingen bis zur Quelle in Aufhausen. Und nun hat sich vor 2 Jahren ein Kreis von Heimat- und Geschichtsfreunden zusammengefunden, die sich zum Ziel gesetzt haben, sämtliche Mühlen, deren Räder irgendwann an den Rieser Wasserläufen gingen, zu dokumentieren. Es geht dabei um circa 200 Mühlen, die neben der Getreidevermahlung sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllten. Einigen von ihnen werden Sie heute begegnen. Die Mühlen aber, die heute nicht vorgestellt werden können, kommen bei einer nächsten Präsentation zur Sprache. Ich habe nun die Gelegenheit, Ihnen unseren Arbeitskreis vorzustellen. Unsere Gruppe ist beinahe naturnotwendig zustande gekommen, denn wir alle sind immer schon ausgesprochene Freunde der Rieser Heimat und haben das schon in vielerlei Bemühungen, auch mit Beiträgen in den Rieser Nachrichten und sonstigen Publikationen gezeigt. In unterschiedlicher Weise fragen die Einzelnen nach geologischen und archäologischen Zusammenhängen
forschen nach alten Wegen und Grenzsteinen, erkunden Haus- und Familiengeschichten und sind eben auch von den Mühlen fasziniert. Nicht zuletzt von ihnen als wesentlichen Zeugen des gesellschaftlichen und des Wirtschaftslebens und der technischen Entwicklung seit mehr als 2000 Jahren. Es geht uns also um die gesamte Kultur und Tradition unserer Heimat. So hat Franz Friedl aus Muningen im Zusammenhang mit der Ortsgeschichte auch die Ziegelmühle und die Faulenmühle unter die Lupe genommen. Und Manfred Luff unter vielem anderen die Mühlen an der Schwalb. Ihre Leidenschaft für Mühlen teilt der Geologe Kurt Kröppelin, der besonders die Vorarlbachmühlen bearbeitet. Die Volkskundlerin Anneliese Till aus Wending stellt dar, was für einen elementaren Faktor die Mühlen in einer Stadt bildeten. Als Archivbetreuer auf der Harburg verwaltet Gerhard Beck eine unerschöpfliche Quelle, die zahlreiche Rieser Mühlen durch die Jahrhunderte begleitet. Bearbeiter von Ortsbüchern wie Hermann Kucher aus Dornstadt und schon vielfach Gerhard Beck fragen selbstverständlich auch nach den örtlichen Mühlen. Und schließlich sorgt der Kreisheimatpfleger Herbert Detweiler mit für die nötige Breitenwirkung unserer Bemühungen. Außerdem schloss sich mit Benny Hahner aus Meichingen ein Fachmann für den Mühlenbau an und ebenso Werner Deixler aus Schmähingen, der Vorsitzende des Rieser Bauernmuseums und Mühlenvereins. Wie bei ihm stehen bei den meisten Mitstreitern persönliche Beziehungen zu Mühlen und Müllern im Hintergrund. Unsere Bemühungen sind aber nicht zuletzt von den Müller-Familien abhängig, weil sie uns für die Dokumentation Mitteilungen über die Familiengeschichte machen und Fotos zeigen. So kann doch einiges vor dem Vergessen bewahrt werden. Für diese bereitwillige Mithilfe bedanken wir uns auch an dieser Stelle ganz herzlich. Nun etwas zum Beginn und zur Entwicklung des Mühlenwesens im deutschen Mittelalter. Wir haben hier die Wassermühle, die in der Beschreibung des Architekten Vitruv von 27 vor Christus gezeichnet wurde. Das Wasserrad dreht sich im Wasserfluss. Auf der Achse steht das große Königsrad und dieses greift in dieses Spindelrad ein, das das Mühleisen genannt wird und oben den drehbaren Läuferstein bewegt. Das also ist das Grundprinzip der Wassermühle. Wann sich die ersten Wassermühlen bei uns im Ries drehten, wissen wir natürlich nicht. Es ist aber bekannt, dass die Römer in ihren Provinzen Wassermühlen errichteten. Das dürfte auch bald nach ihrem Vorstoß ins nördliche Rätien um 90 nach Christus erfolgt sein. Denn das Ries eignete sich für den Getreideanbau und die zahlreichen Bäche boten sich für den Bau kleiner Mühlen an. Wir dürfen auch davon ausgehen, dass mit dem siegreichen Vordringen der Alamannen in der Mitte des 13. Jahrhunderts, des 3. Jahrhunderts, die römischen Errungenschaften nicht zerstört wurden, sondern zumindest teilweise zur weiteren Versorgung der Menschen erhalten blieben. Von dieser Zeit bis ins 13. Jahrhundert hinein sind nur wenige Aufzeichnungen vorhanden. Die Mühlen unterstanden ja im Auftrag des Königs, den Thronvasallen, oder gehörten zu einer Siedlung. Da brauchte man gewöhnlich nichts aufzeichnen. Mit Kaiser Friedrich II. 1215 bis 50 änderte sich vieles, auch im Mühlenwesen. Denn er verlieh wichtige Königsrechte an die Fürsten. Sie konnten nun den Bau von Mühlen erlauben und ihre Ministerialen damit belehnen. Die wiederum schenkten oder verkauften sie weiter. Und außerdem setzte damals ein reger Tausch- und Kaufhandel mit Mühlen ein. Deshalb bedurfte es jetzt der genauen Aufzeichnung des Objekts, des Inhabers, des Datums und vielerlei Verbindlichkeiten, und zwar auf haltbarem Pergament. Und die Historiker freuen sich,
endlich genaue Informationen an die Hand zu bekommen. Jetzt sind die Mühlen also eindeutig lokalisierbar und mit konkreten Menschen besetzt. Von den um das Jahr 760 genannten 21 Mühlen des Klosters Fulda, die vor allem den Forellenbach säumten, ist dies alles nicht bekannt. Diese Urkunde stammt von 1437 und ist eben eine dieser exakten Urkunden. Es wird die Klostermühle Maihingen hier gehandelt, damals noch nicht Klostermühle. Ursprünglich war sie Königsgut oder Dorfmühle, dann in gräflicher Hand und von dort ging sie zum Deutschen Orden in Oettingen. Und hier verkauft der Komtur der Deutschordenskommende diese Mühle an den Maihinger Pfarrer Konrad Rösser, der sie in diese Urkunde dann weitergibt ans Maihinger Kloster. Später erfolgt die Säkularisierung des Klosters, die Mühle wird zum Eigentum und so erging es Hunderten unserer Mühlen. Seit dem 13. Jahrhundert fanden viele Mühlen den Weg aus der Hand der gräflichen Ministerialen zu Klöstern und Spitälern. Einen wesentlichen Grund dafür kennen wir. Die Menschen waren existenziell auf das Weiterleben im Himmel ausgerichtet. Wer also über ein normales religiöses Leben hinaus etwas Besonderes für sein Seelenheil tun konnte, tätigte aus seinem Besitz solche Stiftungen. So dienten bald viele Mühlen den Klöstern bzw. städtischen Spitälern. Für gewöhnlich blieben solche Mühlen dann über die Jahrhunderte in deren Diensten. Über die anderen Mühlen geboten weiterhin Fürsten und Städte. Und jetzt erwartet uns eine Reihe von Rieser Mühlen, die uns Herr Beck und Herr Luff vorstellen werden. Ja, an dieser Stelle möchte ich übernehmen. Bei der Vorstellungsrunde wäre noch die Frau Dr. Kilian vom Museum Kulturland zu nennen, die auch bei dieser Gruppe mit dabei ist, immer wieder auch an Treffen schon mit teilgenommen hat. Und es ist ja im nächsten Jahr dann auch im Maihinger Museum was geplant. Aber ich möchte die Spannung nicht zerstören. Wir haben die heutige Veranstaltung bzw. die eigentliche Exkursion ja als Busreise geplant und wären durch das ganze Ries gefahren. Mit dem Bus wäre sicherlich ein schöner Ausflug gewesen. Ich möchte Sie jetzt einladen, anhand von Bildern und einigen Informationen einen Teil dieser Mühlen kennenzulernen und beginne bei unserer ersten geplanten Station in Ederheim. In Ederheim gibt es einige Mühlen. Die drei wichtigsten habe ich hier auf der Folie. Die Talmühle ist eine ganz besondere Mühle, wurde erst im Jahr 1705 errichtet und war lange Zeit dem Baron von Elster zugehörig, später dann deutschordisch. Und von ihrer Geschichte her ist sie dann umgebaut worden, auch zu einer Farbmühle. Es gab eine Schafwollspinnerei in der Talmühle, später sogar mit Dampfbetrieb und als Fabrik betrieben. 1889 ist dann Brauerei und Gasthaus. Die Gastwirtschaft ist ja lange Zeit noch in Betrieb gewesen. Wesentlich unspektakulärer sind zwei andere Mühlen, die Betzenmühle und die Dorfmühle in Ederheim. Beide waren ursprünglich jagdheimisch und hatten dann zum Amt Marktoffingen, zum Waldersteinischen Amt Marktoffingen gehört. Die Besitzer sind seit 1371 teilweise nachweisbar und beide Mühlen waren Getreidemühlen bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Mühle in der Nähe von Christgarten ist die Papiermühle. Sie ist heute praktisch nicht mehr zu sehen. Es gibt nur noch ganz wenige Spuren an dem Standort, wo sie gelegen hat.
Diese Papiermühle war eine der wenigen Papiermühlen, die es in unserer Gegend gegeben hat. Sie ist 1680 im Bereich des Klosters des ehemaligen von Christgarten eingerichtet worden, wurde 1684 etwas bachabwärts verlegt. Seit 1695 ist die Familie Bullinger dort nachweisbar. Und nach einer langen und sehr erfolgreichen Geschichte dieser Papiermühle wurde dann 1867 die Anlage an das Fürstliche Haus verkauft, Fürstliche Haus Wallerstein natürlich hier, und 1871 ist der Betrieb aufgegeben worden, 1900 dann mit dem Abbruch der Gebäude begonnen worden. Sehr viel Papier stammt aus dieser Papiermühle in Arnhausen, also rechts ein Beispiel, wie sowas ausgesehen hat, so ein Zeichen des Papiermüllers Hans Kaspar Bullinger. Die Informationen zu Ederheim, Hürnheim und Christgarten können Sie auch nachlesen in der Chronik, die herausgekommen ist, bearbeitet im Wesentlichen vom Kurt Kröppelin auch und mit von mir. Eine andere ganz besondere Mühle in der Nähe ist die Pulvermühle bei Hürnheim. Sie wurde 1725 als Marmorschleifmühle eingerichtet, also hier wurden Steine geschliffen, und dann 1781 eine Schussermühle betrieben. 1788 kam dann die Einrichtung einer Pulvermühle. Allerdings hat diese Mühle sehr viele Unglücksfälle erlebt. Insgesamt 6 Explosionen gab es, bei denen teilweise die ganze Mühle in die Luft geflogen ist, mit insgesamt 4 Todesfällen, und 1832 ist dann diese Pulvermühle aufgegeben worden. Später wurde es zum Sägewerk und ist auch nachzulesen in der Chronik. Auch am Hochhäuserberg befindet sich oder befand sich die Brunnenmühle, eine ganz besondere Einrichtung, denn diese Mühle hatte einzig die Aufgabe, Wasser in die Burg nach oben zu transportieren. Bereits 1569 ist hier die Brunnenmühle bezeugt. Sie wurde damals durch die Stadt Nördlingen im Rahmen einer kriegerischen Auseinandersetzung zerstört. Und 1741 ist ein kunstvolles Wasserwerk bezeugt, das eben hier diesen Wassertransport in die Burg nach oben besorgt hat. Später war es dann Öl- und Schleifmühle, und auch diese Gebäude wurden vollständig abgetragen. In Niederaltheim befinden sich, oder in der Flur Niederaltheim befinden sich diese beiden Mühlen. Links die Frohnmühle. Ich habe hier auch die zuständige Grundherrschaft mit angegeben. Oben, das ist das Kloster Ellwangen. Uralter Klosterbesitz war diese Mühle, ebenso wie auch der Fronhof in Hohenaltheim. Und rechts, die ganzen Mühle dagegen, war Kloster Deggingisch. Und rechts oben sehen Sie einen Grabstein, heute noch in der Kirche in Hohenaltheim vorhanden. Hier ist die Frau des ganzen Müllers verstorben und mit dem Mühlrad dargestellt. Unsere Busreise wäre durch Mönsteggingen gegangen. Ich habe jetzt vorhin gerade noch gesehen, als ich den Text gelesen habe, dass hier eine Station gewesen wäre. Nur als Foto eingeblendet die Klostermühle, die hier natürlich besonders interessant ist, auch in einer Mönsteginger Ortschronik beschrieben ist. Und natürlich in unserer Dokumentation auch mit erfasst wird. Und hier das Bild dazu. Von Balkheim wird derzeit eine Äußerchronik erstellt, beziehungsweise sie ist schon fertig, sie ist schon gedruckt und wird am nächsten Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Deswegen kann ich hier auch die drei Balkheimer Mühlen kurz mit nennen. Wir haben hier
die Betzenmühle Richtung Schmähingen rüber, die hat zum Hospital Nördlingen gehört, herrschaftlich, und war bis um 1987 eine Getreidemühle. Dann haben wir die obere Mühle, also schon am oberen Ortsrand von Balkheim, die zum Kloster Zimmern gehört hat und seit 1367 besitzmäßig nachvollziehbar ist. Und wir sehen das Luftbild schön, ein großes Sägewerk der Familie Gerstmeier. Rechts unten die Donismühle, war auch klosterzimmerischer Besitz, hatte früher den Namen Schreitmühle und alle Namensträger Schreitmüller können im Prinzip davon ausgehen, dass ihr Name auf diese alte, uralte Mühle, die seit 1258 urkundlich bezeugt ist, zurückzuführen ist. Der Name Donismühle kommt vom Vornamen Anton. Es gab hier insgesamt 5 Müller nacheinander, Vater und Sohn jeweils, die Anton geheißen haben. Und von daher leitet sich dieser Name Donismühle ab, der den Namen Schreitmühle dann verdrängt und ersetzt hat. Besonders schön ist, dass die Donismühle erhalten ist, auch wunderschön gerichtet ist. So sieht sie heute aus. Und vor dem Anwesen befindet sich dieser schöne Mühlstein, der auch eine Erinnerung an das vergangene Müllerhandwerk darstellt. Hier zwei Ansichten aus dem Inneren von Mühlen. Wir haben hier links eine Ansicht der Aumühle bei Oettingen und rechts die Pfladermühle Walter Schröppel, der ja, ich glaube, immer noch mahlen tut, ist hier bei der Arbeit. Also ich denke, die meisten kennen die Einrichtung der Mühlen. Man könnte heute auch bei einer oder hätte bei einer Führung heute auch sich das anschauen können, aber hier stellvertretend diese beiden Bilder. Auch vor nicht langer Zeit ist eine Häuserchronik von Laub erschienen. Hier stelle ich Ihnen ganz kurz die untere Mühle in Laub vor. Das rechte Bild stammt aus der Jahrhundertwende um 1900 etwa. Ist also eine ganz tolle Darstellung dieser Mühle. Herrschaftlich hat dieses Anwesen zum Kloster Rebdorf bei Eichstätt gehört. Links im Bild sehen Sie die Klosterkirche. Und wie bei den Häuserchroniken üblich, findet sich hier die ganze Reihe der Besitzer. 1576 geht es hier los. Und dann über die jeweiligen Nachbesitzer, oft ist es dann die Übergabe an den Sohn. Und Georg Seefried ist ja auch ein sehr interessierter Forscher, der an der Lauber Chronik mitgearbeitet hat. Hier habe ich den Titel Herrschaftliche Mühlen gewählt. Wir haben verschiedene Mühlen, die im Privatbesitz waren. Es war ja jede Mühle im Prinzip herrschaftliches Eigentum, aber es gab natürlich auch Mühlen, die einem Adeligen oder einem höher gestellten Beamten gehört haben und von Pächtern oder von Beständern bewirtschaftet worden sind. Solch eine Mühle war die Hasenmühle bei Steinhardt, die um 1670 errichtet worden ist unter Baron von Rauber, anfangs eine herrschaftliche Mühle gewesen ist an einem sehr, sehr schwachen Bächlein und die hatte immer zu kämpfen mit großer Wasserknappheit. Im Gegensatz dazu die Fürfallmühle an der Wörnitz, natürlich eine sehr starke und kräftige Mühle mit auch dann wirtschaftlichen Wohlstand der jeweiligen Besitzer. Und diese Mühle war 1594 bis 1669 im Besitz von hochgestellten oettingischen Beamten. Also die Amtspfleger von Oettingen oder auch von Allerheim haben diese Mühle besessen und haben die dann einfach weiter verpachtet. Später ging sie dann in
Privatbesitz. Die Aumühle bei Oettingen hat ein ähnliches Schicksal. 1638 bis 1752 ist der Zeitraum. Und sie kam in dieser Zeit auch kurzzeitig in den Besitz des Fürsten Albrecht Ernst II. Zu Oettingen, Oettingen selber, der sie an seine Frau als Kindbettgeschenk vermacht hat. Die Mühle, ein Teil ist abgebrannt. Sie sehen es im Bild, hatte auch einen Dampfkamin. Und es gibt auch heute noch Reste und Spuren dieser herrschaftlichen Zugehörigkeit. Es gibt diesen Barockgiebel. Es gibt auch innenausstattungsmäßig noch Spuren aus dieser Zeit. Diese herrschaftlichen Mühlen haben sicherlich auch in früherer Zeit ein gewisses Prestige ausgestrahlt. Sie haben mit schlossähnlichem Charakter, hier vielleicht mit einem Turm, wie wir es bei der Ringesmühle sehen, auch den Ansprüchen der Besitzer Rechnung getragen. Also hier eine Darstellung, ich glaube 1620 etwa datiert, die Ringlesmühle, die auch im Besitz des wallersteinischen Pflegers Ringler war. Und hier sehen wir deutlich den Turm, der also diesen schlossartigen Bau ziert. Ein Mühlweiher ist hier und die Mühlräder deutlich zu erkennen, also eine ganz tolle und schöne Abbildung. Dieses Bild rechts unten stammt vom Hermann Kucher. Der Mühlwagen auf der oberen Röhrbachmühle, einfach mal um zu sehen, wie hoch hier auf auch die Getreidesäcke gestapelt worden sind von den Mühlknechten, wenn es dann zur Ausfahrt ging. Auch vom Hermann Kucher stammt dieses Bild, Brand der Röhrbachmühle im Februar 2009. Das liegt ihm also auch sehr am Herzen. Die Vorfahren stammen ja von ihm aus dieser Ecke. Eine ganz andere Geschichte ist das Pflaster bei der Mühle von Holzkirchen. Wir haben die alte Sage und Überlieferung, dass in der Wörnitz eine Mühle sich befunden haben soll, oberhalb von Holzkirchen, also nördlich davon. Und es gibt auch eine urkundliche Nennung aus dem 14. Jahrhundert, später dann nicht mehr. Und meine Frau ist vor einigen Jahren zufällig mal in der Wörnitz beim Baden gewesen und hat mir dann im Anschluss berichtet, dass es am Grund des Flusses sehr viele Steine gab. Ich habe dann mit Hermann Greiner auch gesprochen, der sich geschichtlich auch in Holzkirchen sehr interessiert. Und dann hat mir der berichtet, ja, da war früher das Pflaster der alten Wörnitzmühle von Holzkirchen. Wir haben dann mehrfach gebadet, getaucht. Der Kreisheimatpfleger war auch mal da mit einer Vertreterin des Landesamts für Denkmalpflege. Links oben im Bild, es war arschkalt am 28. Mai 2014. Aber man konnte ganz toll mit den Füßen die komplette Pflasterung des Flussbettes der Wörnitz auf einer Länge von etwa 100 Metern feststellen. Es gibt natürlich Stellen, an denen das Pflaster ausgebrochen ist. Es ist manchmal locker, man kann einzelne Steine rausheben, so wie links unten im Bild. Aber man kann diesen Bereich toll rekonstruieren. Und wenn man das berechnet, wie viele Steine da verwendet worden sind, müssen etwa 80 Tonnen Material zur Pflasterung der Wörnitz hier eingebracht und natürlich hergetransportiert worden sein. Dass man den Fluss auch aufstauen muss, dass das ein Riesenaufwand ist, sowas anzulegen, kann man sich wirklich auch gut vorstellen. Wir waren dann sehr euphorisch und haben im Sommer 2014 eine geophysikalische Untersuchung machen wollen, beziehungsweise auch durchgeführt, allerdings ohne jegliches Ergebnis. Also die
Reste dieser Mühle müssen durch Hochwasser und durch Zerstörung einfach komplett weg sein. Leider, es wäre dann noch das Sahnehäubchen gewesen, wenn wir da Grundrisse des Hauses gefunden hätten. Hier ein Unglücksfall, der sich in einer Mühle zugetragen hat. Das ist zufällig ein Vorfahr von mir, der im Jahr 1615 in der Mühle von Auhausen beim Mahlen war. Es gibt im Kirchenbuch einen umfangreichen Eintrag. Der Pfarrer beschreibt also, was zugetragen hat sich. Der Bauer hat hier beim Mahlen einige Schoppen Wein getrunken, war fröhlich mit den anderen Mühlbauern und ist dann eben reingestürzt ins Wasser und ist dann in das Mühlwerk geraten. In Deiningen gibt es eine ganz strikte konfessionelle Trennung zwischen katholisch und evangelisch. Früher war der nördliche Teil evangelisch, der südliche Teil katholisch und es gab hier auch eine gemeinschaftliche Mühle, die zwischen Oettingen und Wallerstein gemeinschaftlich war. Das war die untere Mühle und dort gab es öfter mal konfessionellen Wechsel. Es gab also hier evangelische Müller, dann katholische und wieder umgekehrt, während bei den allermeisten Mühlen die Konfession der Besitzer festgelegt war. In Deiningen gibt es auch eine obere Mühle, die zum Kloster Zimmern gehört hat. Und diese war über die Jahrhunderte immer in Besitz von protestantischen Müllersfamilien. In Ehingen ist es eine ähnliche Situation. Wir haben im Dorf eine gemeinschaftliche Pfladermühle, die allerdings schon frühzeitig abgebrochen worden ist. Und außerhalb die katholische Beutenmühle, die also immer in katholischer Hand sich befunden hat. Eine für Familienforscher ganz spannende Sache ist diese Stiftungsurkunde aus dem Jahr 1588. Hier stiftet der wohlhabende Stadtrat Matthias Beck in Dinkelsbühl einen großen Geldbetrag. Er hatte also keine Kinder und hier ist er abgebildet. Seine ganzen Geschwister bzw. die Kinder davon schon wieder bekommen jedes Jahr feste Geldbeträge. Das Spannende ist, ist hier dieser Konrad Beck auf der Faulenmühle mit abgebildet und seine beiden Söhne. Kaspar hat dann die Mühle übernommen und weitergeführt. Und diese Urkunde ist also ein ganz früher Nachweis von Personen, also eine Abbildung von Müllersleuten. Die Faulenmühle ist ja den meisten bekannt. Wir haben links hier ein Bild. Bei Munningen ist sie gelegen, hat zum Deutschorten gehört, aber landesherrschaftlich zu den Fürsten Oettingen und war deswegen evangelischer Besitz oder die Müller waren evangelisch. Im Gegensatz dazu die Ziegelmühle am Nordrand von Munningen gelegen, die war Oettingen spielbergischer Besitz und hatte deswegen natürlich katholische Müllersfamilien und eine eigene Hauskapelle auch. Wir haben dann Mitte des 19. Jahrhunderts auch den kuriosen Fall, die Müllerswitwe hat einen evangelischen Müller geheiratet, die katholische Müllerswitwe hat einen Protestanten geheiratet, der hat nach dem Tod der Müllerin dann wieder eine evangelische geheiratet und so ist innerhalb von wenigen Jahren die wohlhabende und bekannte Ziegelmühle evangelisch geworden. Das hat natürlich manchen Dorfbewohnern nicht so sehr geschmeckt, aber das war der Lauf der Zeit. Und das wäre der Ort gewesen, an dem wir jetzt wahrscheinlich beim
Bier sitzen würden, wenn dieser Ausflug stattgefunden hätte. Ich übergebe an den Manfred Luff. Geheimnis umwittert, unheimlich. Auch das sind Mühlen manchmal. Neben verklärter Mühlenromantik ist es manchmal auch das faszinierende, düster-romantische, das vielen Mühlen anhaftet und immer schon Stoff für Sagen und Geistergeschichten gab. Oft etwas abgeschieden und außerhalb der Orte gelegen, glaubte so mancher, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugehe. Seit alter Zeit ranken sich viele Mythen um die Mühlen und das, was dort vor sich geht. Ottfried Preußlers Roman Krabat über die unheimliche Mühle, in der sich der Müllermeister dunklen Mächten verschrieben hat, ist ein bekanntes Beispiel. Auch in unserer Gegend gibt es solche Sagen. Eine davon wurde von unserem Kreisheimatpfleger Herbert Detweiler für die Nachwelt festgehalten. Er hat als junger Lehrer mit Anfang 20 für seine Zulassungsarbeit Wandel eines Dorfes in seinem Heimatdorf Heroldingen die regionale Geschichte erforscht. Das waren, wie er selber erzählt hat, seine ersten Schritte in die Heimatforschung. Dazu ging er auch oft ins Wirtshaus zu den Alten und fragte nach diesem und jenem. Dort wurde ihm auch von einem damals wohl 80-Jährigen aus Katzenstein die Sage vom Reiter ohne Kopf erzählt. Kopflose Reiter finden sich in vielen Volkssagen des deutschsprachigen Raumes und beschreiben meist untote Wiedergänger, die keine Ruhe finden können, was ja auch für unsere Geschichte zutrifft, wie Sie nachher hören werden. Schauplatz der Sage ist also das kleine romantische Tal des Kohlenbachs. Übrigens, in den alten Nennungen ist Kohlen stets ohne H geschrieben. Das kleine Bächlein hat seine Quellen und kleinen Zuflüsse nahe des Sonderhofs vereinigt und mündet nach seinem Lauf durch das stille Tal nördlich von Katzenstein in die Wörnitz. Etwa auf halbem Weg soll man in alten Zeiten noch die Grundmauern einer Mühle gesehen haben. Der mutmaßliche Standort dürfte sich mit dem Bereich, hier gelb hinterlegt, des Flurnamens im Kollerfeld decken. Auch die Weihermulde ist noch ein bisschen leicht im Gelände zu erkennen. In jüngerer Zeit hat ein Biber den einstigen Mühlweiher wieder gestaut, wie auf dem Bild unten rechts zu erkennen ist. Am Hang oberhalb der Mühle, am sogenannten Hähnlesbuck im Merlesholz, befinden sich die Reste einer längst abgegangenen kleinen mittelalterlichen Burg. Ein paar aufgefundene Tonscherben und der kleine Turmhügel mit etwa 15 Meter Durchmesser sind alles, was davon noch geblieben ist. Es gibt auch keinerlei schriftliche Überlieferung, nur die Sage weiß davon. Und diese Sage möchte ich Ihnen nun vorlesen. Die Sage ist übrigens nachzulesen in dem 1983 erschienenen beim Verlag Steinmeier, in dem abgebildeten Buch von Karl Höpfner und Herbert Detweiler, übrigens vergriffen, lässt sich aber antiquarisch noch erwerben. Nun zur Sage. Schon seit Generationen lebten die Familien des Ritters und des Müllers in diesem abgeschiedenen Seitental der Wörnitz nachbarschaftlich zusammen. Der eine gewährte dem anderen Schutz, der andere hatte in mageren Zeiten immer noch für beide zu beißen. Das Leben war einsam, doch friedlich, bis einmal ein wilder Spross der Rittersfamilie das Sagen hatte, der wilde Hans, wie er genannt wurde. Der war so von leidenschaftlicher Jagdlust erfüllt, dass ihm das Jagen im Jungholz über alles ging. Sonn- und Feiertage achtete er so wenig wie das Eigentum seiner Nachbarn. Mit Ross und Hunden und seinen wilden Gesellen jagte er durch die bestellten Felder und hatte für Notleidende nur Spott und Hohn. So ritt er einmal zur Jagd, als die Glocken gerade zur Kirche riefen. Da sprang ein stattlicher Hirsch erschrocken vor ihm auf. Windschnell floh er vor dem Jäger her, setzte über den Bach und verschwand im Mühlenfeld, wo das Korn schnittreif stand. Der Ritter hatte jetzt keinen Gedanken für Flurfrevel,
sondern sprengte mit seinem Schimmel, gefolgt von der Hundemeute, ins weiße Feld und richtete großen Schaden an. Bis zum Sonderhof hinauf verfolgte er das stattliche Tier, ohne jedoch den tödlichen Schuss anbringen zu können. Ja, schließlich entkam das Wild seinem Häscher. Mit einem lästerlichen Fluch gab dieser die Hetzjagd auf und ritt zurück, wieder einfach übers Feld. Der Müller, der gerade vom Gottesdienst heimkehrte, sah, was geschehen war und stellte sich dem Rasenden in den Weg. Doch der ritt den Nachbarn in seiner Wut rücksichtslos nieder und ließ ihn in seinem Blute liegen. »Den Hals sollst du dir dafür brechen«, stöhnte der Müller. Doch der wilde Hans hatte nur ein höhnisches Lachen für ihn übrig. Der Müller erholte sich nicht mehr und starb bald darauf. Seine Familie zog weg. Die Mühle verkam. Den wilden Ritter aber eilte das Schicksal, das ihm der todgeweihte Nachbar gewünscht hatte. Bei einer seiner verwegenen Jagden übersah er im dichten Nebel einen tiefhängenden Ast. Er wurde vom Pferd gerissen, stürzte und brach sich den Hals. Ohne je Buße getan zu haben und ohne kirchlichen Segen, wurde er von seinen Gesellen begraben. Auch die Burg verfiel. Doch wenn die Herbststürme die Nebelschwaden vom Sonderhof herabfegen, jagt auch der Ritter auf seinem Schimmelross daher, den Kopf unterm Arm, ruhelos und wild. Soweit die Sage aus dem Kohlenbachtal. Bleiben wir in der Gegend. Von der Mündung des Kohlenbachs in die Wörnitz, vorbei am Standort der ebenfalls geheimnisumwitterten Teufelsmühle, immer flussaufwärts der Wörnitz entlang über Heroldingen, Schrattenhofen und Wörnitz-Ostheim, gelangen wir zur Wennenmühle, zu Füßen des Wennenberges bei Allerheim. Eine Beschreibung dieser altehrwürdigen Wörnitzmühle könnte ich ebenfalls mit moosbedecktem Mühlrad und sagenumwobenen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten beginnen. Ich könnte Ihnen erzählen, dass die Mühle auf einem französischen Stich der Schlacht bei Allerheim von 1645 abgebildet ist, siehe links unten. Und dass die Wennenmüller das Amt der Wassergrafen innehatten und welch prächtige Grabmäler der stolzen Müller auf dem Allerheimer Friedhof zu bestaunen sind. Rechts oben ein Beispiel. Dies alles erzähle ich gern ein andermal. Heute möchte ich hervorheben, was die Wennenmühl gegenwärtig ist. Ein leistungsstarkes Unternehmen zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft. Die Weichen für die heutige Firma Elektrizitätswerk Wennenmühle Schörger KG wurden bereits vor über 100 Jahren gestellt, als der Elektroingenieur Eduard Schörger die Wennenmüllers Tochter Maria Haug vor den Traualtar geführt hatte. Deren Vater, Karl Friedrich Haug, hatte bereits im Jahr zuvor in seiner Getreidemühle eine Voith-Turbine mit einer Leistung von 65 kW eingebaut. Mit dem Ausbau des Stromnetzes konnten zuerst Allerheim, dann Rudelstetten und schließlich sogar Wemding mit Strom beliefert werden. Der erste Stromkunde war damals übrigens der Allerheimer Pfarrer. Am Dienstag, den 23. November 1909, erstrahlte dessen Pfarrhaus im Glanze von vier Flammen. Durch den technischen Fortschritt reichte die erzeugte Strommenge ab 1930 nicht mehr aus, um alle drei Orte zu versorgen. Damals begann die bis heute andauernde Kooperation mit der UJAG, der heutigen ENBW ODR. Das moderne Dienstleistungsunternehmen mit 10 Mitarbeitern versorgt derzeit mit 2 Turbinen über ein Stromnetz von ca. 180 Kilometer etwa 3.500 Haushalte mit Strom. Hier darf auch noch die im Jahr 2008 erstellte Fischtreppe erwähnt werden, die es nun den Fischen und Kleinlebewesen der Wörnitz wieder ermöglicht, das Mühlwehr zu umgehen. Im Jahr 2009 wurde bei den Jubiläumsfeierlichkeiten eindrucksvoll bewiesen, was die Familie Schörger nunmehr in vierter Generation auf ihrer Wennenmühle mit Tat und Wasserkraft bewegt hat. Beim nächsten Thema geht es etwas über den östlichen Riesrand hinaus. Im Jahr 793
wird in der Schenkungsurkunde des Klosters Freising erstmals schriftlich ein fränkischer Gau erwähnt. Das war so etwa ein Gebiet zwischen Wörnitz und Altmühl bis zur Donau. Benannt war dieser östlich des Riesgaus gelegene sogenannte Suala-Feldgau nach dem kleinen Flüsschen Sualava unserer heutigen Schwalb. Nicht unerwähnt soll hier bleiben, dass das Schwalbfeld sogar im Nibelungenlied in der 25. Aventurie bei der Reise der Nibelungen an den Hof des Königs Tetzel genannt wird. Südöstlich von Heidmarsbrunn, unten rechts auf der Karte sieht man es ein wenig, in einem kleinen Wäldchen nahe dem abgegangenen Ingershof entspringt der kleine Bach, welcher sich durch Fünfstettener Flur am Schwalbenberg vorbei in Richtung Riesrand windet und vor seinem Eintritt in den Wald mit oberer und unterer Beutmühle schon die ersten Mühlen antrieb. Obere, untere Beutmühle, hier geht's nach Osten, nach Westen. Vorbei am Hennenberg plätschert der Bach durch ein enges, wildromantisches Tal, inzwischen bereits in der Gemarkung Gosheim, weiter nach Westen. Dort sprudelt aus der eigentlichen Schwalbquelle, oben rechts zu sehen, reichlich Wasser aus dem Karst, also es sind mehrere Quellen, mehrere so Quelltöpfe, und macht aus dem Bach ein Flüsschen. Inzwischen hat die Schwalb das Ries erreicht. Bei diesen Schwalbquellen befinden sich als kleiner Weiler, sieht man auf dem Bild rechts, drei Mühlen. Nach ihrer Lage am Flusslauf werden diese als Ober-, Mittel- und Untermühle bezeichnet. Die Obermühle ist die Schwalb- oder Schwalbenmühle, welche den Namen des Flüsschens trägt und einstmals grundherrlich zum Kloster Kaisheim gehörte. Ebenfalls den Kaisheimer Zisterziensern gehörte in alter Zeit die Mittelmühle, welche ebenso wie die obere Mühle nach dem Zweiten Weltkrieg mittels Turbinen modernisiert wurde. Heute wird Landwirtschaft betrieben, die Besitzer haben sich längst neue Wohnhäuser gebaut. Die großen alten Mühlgebäude stehen leer. Nur noch sehr wenig erinnert an die unterste drei Mühlen mit dem schönen Namen Frühlingsmühle. Bis in unsere Zeit sprach man auch von der Lenzles- oder Lenzemühle, was vielleicht vom Vornamen eines früheren Besitzers namens Lorenz herrührt. Aus dem poetischen Lenz wird wohl irgendwann der Frühling entstanden sein, wie mir der Franz Nass von der Pflegermühle erzählt hat. Die eigentliche Mühle wurde vor Jahren abgebrochen, also da sieht man es nur auf der Aufnahme, heute steht es nicht mehr. Das Grundstück und Reste von Nebengebäuden sind heute in die Landwirtschaft der Mittelmühle integriert. Nächstes Bild bitte. Wie auf der Karte zu sehen, ist die Schwalb hier unten im Vergleich zu anderen Flüssen sehr mühlenreich. Bis in unsere Zeit trieb sie mehr als ein Dutzend Mühlen an. Hier das kleine wasserreiche Bächlein in alten Karten. Leider gibt es entlang der ganzen Schwalb kein altes Mühlrad mehr. Das letzte war das der Mittelmühle. Das Schwalbtal, das ist wirklich was ganz Besonderes. Auch von hier gäbe es noch viel Geschichtliches und einige Sagen zu erzählen. Bemerkenswert ist auch die Flora in den umliegenden feuchten Wiesen und Wäldern. Andernorts längst ausgestorbene Pflanzen finden hier noch einen Lebensraum. Die Abgeschiedenheit des Mühlentales wurde von den Bewohnern jedoch nicht immer als idyllisch empfunden. Der Pflegemüller Franz Nass hat mir mal erzählt, wie die Müllerskinder früher bei Wind und Wetter nach Gosheim zur Schule laufen mussten. Besonders ungern erinnert sich Franz Nass an die schneereichen Winter. Selbst vom Kriegsstadthof mussten die Kinder zu Fuß ins weit entfernte Gosheim. Nur ein paar Beispiele jetzt von Schwalbmühlen. Hier links im Bild, sehr alte Aufnahme, der Mattesmühle. Früher auch Mühlmattesmühle, manchmal auch Martinsmühle genannt. Seit weit über 100 Jahren betreibt Familie Graf die Mühle. In den 1970er Jahren wurde sie als solche stillgelegt.
Wenig oberhalb entstand die Waldschenke Mattesmühle, über viele Jahre ein beliebtes Ausflugsziel und Speiselokal. Auf der Mühle selbst wurde ein neues Wohnhaus gebaut. Tonis Biergarten ist den vielen Gästen der Baggerseen sowie Wanderern und Radfahrern ja noch ein Begriff. Die wasserbaulichen Anlagen der alten Mühle sind zum Teil noch erhalten und seit ein paar Jahren dreht sich zur Stromerzeugung wieder ein Mühlrad in der Schwalb. Die nächsten Mühlen auf dem Weg sind die Stadel, Stoffel und die Pflegemühle. Diese gehörten in alter Zeit ebenso wie die vorhergehenden Mühlen zur Hofmark Gosheim. Die Besitzer der Stadelmühle betreiben Landwirtschaft, auf der Stoffelmühle befindet sich ein Reiterhof. Gemahlen wurde dort bis in die 50er Jahre. Die Pflegemühle, die war ja bis vor einigen Jahren noch als Mühle in Betrieb und somit die am längsten bestehende Müllerei an der Schwalb. Heute ist dort ein sehr moderner landwirtschaftlicher Betrieb. Die meisten der genannten Mühlen betreiben auch Turbinen zur Stromgewinnung. Jetzt zu den beiden Bildern rechts. Rechts der Schwalb steht die stattliche Herbermühle. Zur Getreidemühle, die bis 1905 betrieben wurde, gehörte im 19. Jahrhundert auch ein Mahlgang zur Farbsteinvermahlung. Bis 1970 war an der Herbermühle auch noch eine Sägemühle im Betrieb. In der schön renovierten Mühle werden heute Ferienwohnungen vermietet. Die nächste Mühle an der Schwalb, die Haunzenmühle, liegt in der Gemarkung Huisheim. Und das ist wirklich eine wunderschöne alte Mühle. Die liegt richtig hinter dem Bewuchs in einem Dornröschenschlaf und ist als einzige der Mühlen in der Denkmalliste eingetragen. Nochmal ein bisschen Schwalb abwärts, bereits in der Gemarkung Bühl, liegt die untere Haunzenmühle, die wird Neumühle genannt. Und die hat man erst im Jahr 1866 erbaut. Und zwar war das der damalige Haunzenmüller Andreas Leinfelder, darum untere Haunzenmühle, aber die reguläre Bezeichnung ist heute Neumühle. Dass die kleine Schwalb auch gewaltig über die Ufer treten kann, das sieht man auf der Abbildung rechts. Im Hintergrund sieht man Bühl. Also das Wasser staut sich hauptsächlich beim Wörnitz-Hochwasser aus dem Wörnitztal gewaltig zurück. Bis in unsere Zeit, die letzte Mühle am Lauf der Schwalb, die ist ja noch vielen bekannt als Gasthaus zur Schwalbmühle am Ortseingang von Bühl. Die Schwalbmühle in Bühl, die hat man vor wenigen Jahren abgebrochen. Der Platz wurde inzwischen von der Gemeinde zu einem kleinen Wasserpark, kann man das nennen, umgestaltet. Künftig wird dort Tafel an die Mühle erinnern und auch an die kleine, aber geschichtsträchtige Schwalb, bevor diese nach ein paar hundert Metern durch das breite Wiesental in die träge Wörnitz mündet. Und somit übergebe ich jetzt wieder an Josef Hopfensitz. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Ausklang des alten Mühlenwesens. Das Wasserrad an der Walkmühle an der ehemaligen bei Trochtelfingen gibt einen Einblick für das Folgende. Man konnte sich noch im 19. Jahrhundert nicht recht vorstellen, dass irgendwann einmal so etwas wie ein Mühlensterben eintreten könnte. Vielmehr wurden bis dahin wegen des Bevölkerungswachstums immer neue Mühlen errichtet. Nun aber war es die fortschreitende Technisierung, die so mancher Mühle eine größere Kapazität ermöglichte, wodurch aber kleinere Mühlen verdrängt wurden. Im frühen 19. Jahrhundert wurden die Müller gewöhnlich Eigentümer ihrer Mühle und wirtschafteten in eigener Verantwortung. Aber die Freiheit bedeutete nicht gleichzeitig eine größere Finanzkraft. Deshalb konnten und wollten viele Müller schon mal nicht von mehreren kleinen Wasserrädern auf ein einziges großes Schlepprad der Marke Zubinger, wie wir es hier sehen, umrüsten oder statt des durchgängigen und reparaturanfälligen Zahnradgetriebes ein solches einbauen, wo Lederriemen über Riemenscheiben laufen. Der Rieser Mühlenverein hat übrigens 1995 das historische Zahnradgetriebe aus der Ederheimer Betzenmühle erhalten und im Mühlenmuseum in Meiningen wieder gangbar gemacht.
Eine Verdoppelung der Wasserkraft brachten die ersten Turbinen der Firma Haag in Nürnberg. Besonders die kleinen Mühlen bauten sie ein. Wer an den Wasserrädern festhielt, verfügte entweder über genügend Wasser oder musste bald die Konkurrenz verspüren. Sahen sich schon bei diesen relativ geringfügigen Neuerungen nicht wenige Müller überfordert, so erst recht, als es um die Wende zum 20. Jahrhundert die Walzenstühle neuerdings gab. Zur Erleichterung der Arbeit kamen noch die höhere Produktion und das schönere Mehl, denn gleichzeitig wurden mehrere Reinigungsmaschinen eingebaut. Das alles erforderte eine Verstärkung des Antriebs. Den konnten aber nur zuverlässige Motoren liefern, zuerst Sauggasmotoren, mit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts dann Dieselmotoren und schließlich die Elektromotoren. Im Hinblick auf die fälligen Kosten gaben viele Müller den Mahlbetrieb auf und schroteten nur noch für wenige Kunden oder für den eigenen Bedarf. Solche Mühlen aber, die neben einer guten Wasserversorgung auch eine passable Landwirtschaft zur Verfügung hatten, konnten sich länger halten. Im ganzen Ries finden wir heute nur noch 4 aktive Mühlen. Das ist die obere Mühle in Laub mit der Familie Göggerle, die untere Mühle in Möttingen, die wir hier sehen, mit der Familie Mailänder, die Bruckmühle in Nährmemmingen mit der Familie Gerstmeier und die Neumühle in Trochtelfingen mit der Familie Haug. Alle verfügen jeweils über eine Landwirtschaft, einen reich sortierten Mühlenladen. Sie betreiben Außenhandel und gehen mit jungen Müllermeistern in eine hoffnungsvolle Zukunft. Und was hat unsere Gruppe für ein Ziel? Zurzeit laufen noch die Nachforschungen über so manche Mühle. Dazu gehören allein 33 im württembergischen Ries. Die Ergebnisse laufen an einer zentralen Stelle zusammen und sollen letztendlich im Museum Kulturland Ries in Meiningen einen festen Platz finden. Die Museumsleiterin Dr. Ruth Kilian denkt mit uns zusammen an eine moderne elektronische Karte mit der Möglichkeit, die einzelnen Mühlen mit unseren Beschreibungen aufzurufen. Fürs kommende Frühjahr planen wir eine Ausstellung im Rieser Bauernmuseum zu Meiningen. Zu einem zünftigen Mühlenabend bei Familie Andrassi in der Ziegelmühle laden wir Sie zu den nächsten Kulturtagen auch schon mal herzlich ein. Da sollen Sie noch mehr über das Leben auf den Mühlen erfahren. Zum Beispiel von Wassergrafen und Mühlenvisitationen, von herrschaftlichen Mühlenordnungen, von den angeblich so unehrlichen Müllern, von der Mühle in Märchen, Sagen und Liedern. Es wird dann wohl auch gesungen werden. Und schließlich von der verklärenden Romantik der Mühlen. Vielleicht können wir sogar wieder eine Exkursion anbieten. Zwar eine in der freien Natur. Für heute aber danke ich Ihnen zusammen mit Herrn Beck und Herrn Luff und im Namen unseres gesamten Teams für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit ganz herzlich. Das also sind 2 Blicke auf die Klostermühle, die in ihrer Romantik ganz zu Spaziergängen einlädt, vom Kloster Meiningen aus über diese und die Langenmühle wieder zurück durch das schöne Mühlental. Das war es zum Abschluss, ein kleiner Einblick in diese Gegend. Dankeschön. Herr Dr. Hopfensitz, Sie haben uns zunächst einen kleinen Forschungsbericht gegeben, so ist dieser wunderbare Abend losgegangen. Sie sprachen davon, dass spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg die Mühlenarbeit unrentabel geworden ist. Viele Mühlen sind abgerissen worden, man hat neue Häuser gebaut. Was damals als Fortschritt empfunden wurde, wurde dann langsam in den 60er Jahren auch dank Herrn Jaumanns als Verlust empfunden. Und so kam es dann Mitte der 70er Jahre, Sie sagten, seit 1976 zu einem regelrechten Aufbruch in der Bundesrepublik.
Mühlen sind restauriert worden, sie sind touristisch eingesetzt worden. Man hat den Mühlentag am Pfingstmontag etabliert und 1993 unseren Mühlenverein unter großer Resonanz gegründet. Seit 1997 gibt es einen Mühlenwanderweg. Ab ca. 2000 werden alle Mühlen bei uns in Ries dokumentiert. Herr Beck hat uns dann Mühlen vorgestellt im Einzelnen. Das hat Herr Luff auch getan, verbunden mit einer gewissen mythologischen Komponente. Danke für die Geschichte, die Sie uns vorgelesen haben, lieber Herr Luff. Zuletzt hatten Sie wieder das Wort, Herr Dr. Hopfensitz. 4 aktive Mühlen gibt es heute noch in Ries. Und Sie haben ein wenig in die Zukunft geblickt, nämlich in die 24. Rieser Kulturtag. Dafür danken wir Ihnen alle sehr. Wie geht es bei uns im Rieser Kulturtagen weiter? Schalten Sie sich gerne morgen wieder dazu. Das römische Ruffenhofen und seine Erforschung wird uns von Dr. Matthias Pausch vorgestellt werden. Übermorgen gibt es Einblick in 2 Ablässe für Oettingen und Harburg von Dr. Günther Hägele von der Universitätsbibliothek in Augsburg. Eine Sache möchte ich noch anbringen in eigener Rieser Kulturtagenverein Angelegenheit. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Herrn Lehrer Fingerle für das gute Zwischenzeugnis, das er uns heute in den Rieser Nachrichten ausgestellt hat. Damit wollen wir es für heute Abend gut sein lassen. Ich habe manche gesehen, die ein Bier trinken. Werner, das war seelische Grausamkeit, für die du ja bekannt bist. Ich möchte Sie wieder mit dem Wunsch in diesen schönen Abend hinein begleiten. Sie möchten gesund bleiben oder werden. In jedem Fall bleiben Sie alle behütet. Auf Wiedersehen.